Bei Ubisoft ist momentan die Hölle heiß, und zwar wegen des zweiten Kapitels des ersten DLCs Shadow Heritage aus dem DLC Legacy of the First Blade. Was da genau passiert ist, erkläre ich euch jetzt. Bevor ich es vergesse, ich verlose momentan einen Key für Anthem. Dafür einfach auf den angepinnten Kommentar klicken, da findet ihr ein Video, wo ihr dann teilnehmen könnt. Viel Glück dabei. An der Stelle muss ich natürlich nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen. Ich werde jetzt vorm Ende des DLCs sprechen. Wer das noch nicht durch hat, der sollte sich gut überlegen, ob er das Ganze hier sehen möchte. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich schon, aber an der Stelle möchte ich das einfach nochmal erwähnen. Es geht natürlich um die zwei möglichen Enden. Und diese möglichen Enden kristallisieren sich tatsächlich als ein Ende heraus. Und zwar als ein Ende hier in der Ionischen Wacht. Und ihr seht auch gerade schon, wer da unter mir sitzt. Es ist der gute Natakas und Dareios. Für die Alexios-Spieler ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber da ist dann eben Dareios' Tochter anwesend. Und darum geht es. Es geht darum, dass ihr ja die Chance habt, euch zu entscheiden, ob Natakas jetzt auf das Schiff geht oder nicht. Und egal wie ihr euch entscheidet, am Ende landet ihr hier in dieser Ionischen Wacht. Am Ende landet ihr hier, habt ein Kind mit ihm und erhaltet so eure Blutlinie fort. Das ist also keine wirkliche Entscheidung, die wir da treffen können, sondern Ubisoft hat uns das einfach quasi aufgezwungen, diese romantische Beziehung. Und es gab eben ein Statement von Ubisoft, dass es so etwas nicht gäbe. Statement war damals, dass wir uns immer aussuchen können, wenn wir eine romantische Beziehung eingehen wollen in diesem Spiel. Das ist eigentlich auch ziemlich cool, aber an der Stelle war es eben einfach vorgeschrieben, egal was wir tun, wir würden einen Sohn haben. Und das hat einen ganz schönen Shitstorm ausgelöst. Also die Leute sind echt richtig sauer. Auf Reddit sieht man teilweise Leute, die da sagen, Ubisoft hat jetzt einen Kunden verloren durch mich. Ich lasse das nicht mit mir machen. Ich persönlich muss sagen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann hat Cassandra halt ein Kind, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so passend, um mal wirklich ehrlich zu sein. Aber was soll's. Ich meine, es ist hier eh nirgendwo mehr zu sehen. Man sieht hier nur noch Dareios und den guten alten Natakas. Hat euch in meiner Abwesenheit jemand belästigt? Die chillen hier und im Endeffekt passt Cassandra dann anscheinend auf sie auf. Oder die können auch, glaube ich, ganz gut selbst auf sich aufpassen. Zumindest Dareios. Natakas ist da ja nicht ganz so gut aufgestellt. Auf jeden Fall ist es so, dass wir ein Kind haben werden. Das ist natürlich eine traurige Sache. Das ist ein Spiel, in dem so damit geworben wird, wir hätten immer eine Entscheidungsbefugnis und die haben wir dann nicht. Wir müssen hier in dieser Ionischen Wacht quasi so ein bisschen chillen, ein bisschen glücklich sein und unseren Sohn großziehen. Für mich macht das die Story, wie gesagt, nicht ganz so kaputt. Anderen zerstört es die ganze Immersion anscheinend, was ich natürlich so ein bisschen nachvollziehen kann, weil du eben gekoppelt bist, sesshaft bist und das auf einmal so eine, naja, Unlogik in das Gameplay reinbringt, wenn du dann dich einfach weiter durch Horden von Gegnern metzelst, obwohl du schon Mutter oder Vater geworden bist, was natürlich nicht ganz so passend ist zu Assassinen-Gameplay oder generell irgendwelchem Söldnertum. Ubisoft hat sich dazu dann aber auch nochmal geäußert und sich entschuldigt. Das heißt, Ubisoft sieht ein, dass es nicht die richtige Entscheidung war. Und zwar im Ubisoft-Forum sagt dann ein Community-Manager, dass es eine Nachricht vom Creative Director Jonathan Dumont gäbe und der entschuldigt sich wirklich bei uns. Er sagt, die Intention war eigentlich, dass die Blutlinie wirklich bestehen muss. Wahrscheinlich werden wir irgendwann vielleicht sogar die Nachfahren von Natakas und Cassandra oder Alexios und seiner Frau dann eben spielen oder sehen oder kennenlernen in irgendeiner Form. Anscheinend musste an dieser Stelle sichergestellt werden, dass die Blutlinie fortgeführt wird, weil es ist ja auch im Endeffekt die Assassinenblutlinie, die hier bei uns vorliegt. Und deswegen war das eigentlich in irgendeiner Form klar, meiner Meinung nach. Aber viele wollen das natürlich nicht sehen, viele wollen sich damit nicht abfinden, aber diese Blutlinie muss nun mal fortgeführt werden. Finde ich persönlich sehr, sehr logisch und einleuchtend, und das ist es auch nochmal, dass hier gesagt wird im Forum von Jonathan Dumont. Er sagt aber, dass die Umsetzung an der Stelle vielleicht einfach nicht die beste war, dass man sich mehr Mühe hätte geben können, dass man irgendwie das mehr ausarbeiten hätte müssen und das Ganze hat in ihnen wohl auch eine Art Lernprozess ausgelöst. Bedeutet also, dass wir sowas vielleicht in der Form auch nicht mehr erwarten müssen. Also uns nicht mehr so ärgern werden, wenn dann irgendwie was passiert, weil sie einfach auf uns hören als Spielerschaft. Die lernen ja auch gerade noch. Die lernen, RPGs zu machen. Das ist ihr erstes RPG, wo man Entscheidungen treffen kann in dieser Form, zumindest im Bereich Assassin's Creed. Deswegen würde ich sagen, also meinerseits kann dieser Fehler auf jeden Fall verziehen werden. Klar, es ist mies. Da haben etliche Leute drüber nachgedacht. Da haben etliche Leute eine Bestätigung für rausgehauen, dass das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und wahrscheinlich wissen wir noch gar nicht, warum es die richtige Entscheidung ist, weil vielleicht eben wir den Sohn dann irgendwann mal spielen oder so. Ubisoft sieht also ein, dass sie den schmalen Pfad zwischen richtig und falsch anscheinend falsch gewählt haben und hoffen, dass es dann eben nicht mehr vorkommen wird. Sie haben sich wohl sehr intensiv damit beschäftigt und alles dazu durchgelesen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickeln wird. Einige Leute meckern dann noch so weit, dass sie sagen, ja, die müssen das da irgendwie umpatchen, irgendwie verändern. Aber das sehe ich nicht
ist so. Also wie gesagt, wir als Spieler sehen nicht das große Ganze, sondern wir sehen eben nur hier diesen Ausschnitt, den wir gerade zur Verfügung haben. Und wir wissen nicht, was noch weiter geplant ist mit der Reihe. Zumindest nicht in präziser Form, außer dass es wahrscheinlich nach Rom gehen wird. Wahrscheinlich auch so etwa 400 Jahre später. Das heißt, in diesem Teil werden wir dann eher nicht unseren Sohn spielen. Hier zumindest Cassandras Sohn. Aber vielleicht werden wir irgendwie den Nachfahren davon kennenlernen oder in irgendeiner Form ein Flashback haben. All das wäre möglich und da würde ich mich auch darüber freuen, dass wir nochmal so ein paar Querverstrebungen haben zwischen den einzelnen Episoden, die noch folgen werden von Assassin's Creed. Vielleicht auch schon in der nächsten DLC-Folge erfahren wir darüber etwas, was mit dem passiert. Könnte auch sein, dass es im Atlantis-DLC passiert, weil wir ja wissen, dass Cassandra relativ lange leben wird, beziehungsweise Alexios. Mehr möchte ich an der Stelle aber aus Spoilergründen dann auch nicht verraten. Das war es soweit zu diesem großen Debakel um Assassin's Creed Odyssey's DLC. Ich finde das ein relativ spannendes Thema, muss sagen, ich verzeihe das Ubisoft. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch wirklich sauer sind und das gar nicht so sehen. Dann schreibt aber auch gerne mal dazu, warum das der Fall ist. Ich würde sagen, das war's soweit. Wir sehen uns im nächsten Video zu Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.